Jetzt haben wir sehr viel über die Persönlichkeit geredet. Wir wollen mal hören, wie der Pietro Sassi das sieht. Er schaut ja ins Gesicht und hat auch mit der Patricia Schmid ein paar ganz spannende Stärken fest können machen. Ja, Patricia Schmid, ein wunderschönes Gesicht. Also was ist es eigentlich, dass wir dann oft von gewissen Menschen, Männern oder Frauen, den Eindruck haben, das ist ein schönes Gesicht. Das hat mit der Symmetrie zu tun. Die linke und die rechte Seite des Gesichts sind exakt genau gleich. Und das gibt bei uns die Wirkung, dass jemand wirklich ein schönes Gesicht hat. Was bei ihr auffällt, bei der Patricia, ist, dass sie eine unwahrscheinlich gerade, senkrechte Stirn hat. Also das geht bei ihr da so gerade auf. Und das ist ihr soziales Verständnis. Je senkrechter die Stimme ist, so mehr hat sie ein gutes Einvernehmen. Sie kann mit anderen Meinungen gut umgehen, auch wenn sie eine andere Meinung hat. Das ist ein Talent, das sie auch hat. Was dort gerade weitergeht, ist, wenn man dann ihre Stirn anschaut, geht das fließend gerade so in die Nase hinein da, und es geht sehr fließend über. Und das ist die Neigung zur Ungeduld. Patricia ist schon ein ungeduldiges Wesen in dem Sinne. Dazu kommt natürlich, dass sie ausgewogene Ober- und Unterlippe hat. Also sie hat eigentlich starkes Oberlippenfleisch. Oberlippe ist zuständig für Gefühl, für Emotionen. Sie macht viel aus dem Bauch, entscheidet viel aus dem Bauch. Und das hat mit der Menge vom Oberlippenfleisch zu tun. Das hat sie sehr, sehr stark. Gleichzeitig hat sie einen bildschönen Amorbogen, auch wieder symmetrisch. Da das Herzchen in der Mitte, und das hat mit ihrem Einfühlungsvermögen zu tun. Ihr Einfühlungsvermögen für Situationen und Menschen ist extrem stark. Sie hat das nie gelernt, sie macht das einfach, sie kann sich auf das verlassen. Dann, was auch natürlich zum schönes Gesicht gehört, ist eine eher stärkere Unterlippe. Das Unterlippenfleischmenge ist auch nicht wenig, sondern das hat dann dort ganz klar mit dem zu tun, dass sie sehr stark genussorientiert ist. Sie kann geniessen, sie kann auch die Lust selber für sich oder für andere dementsprechend geniessen, und ist auch die Unterlippe ist auch zuständig für die Sexualität. Das zusammen gibt dann einfach den Eindruck im Gesicht von einem schönen Gesicht. Persönlichkeitsanalyse nach Pietro Sassi. Was trifft zu? Die Ungeduld, sicher. Sehr ungeduldig, mein Gott.